Herzlich willkommen, ich bin Christina Becker und ich bin deine Expertin für mehr Selbstbewusstsein. In dem heutigen Video möchte ich mit dir über eine Haltung sprechen, denn deine Haltung ist entscheidend dafür, ob du einen entspannten Tag hast oder einen stressvollen Tag. Und zwar geht es um die Haltung, ob du optimistisch oder pessimistisch durch die Welt gehst. Wahrscheinlich wirst du im Arbeitskontext es oft genug erleben, dass dich Personalmangel stresst, dass Mitarbeiter ständig krank werden, dass Mitarbeiter nicht auf dich hören, dass Mitarbeiter auch sich entscheiden, sich eine andere Arbeitsstelle zu suchen. Und lauter diese ganzen Umstände, die nicht gerade so positiv sind im Moment in der Arbeitswelt, führen natürlich dazu, dass du als Führungskraft Stress hast, unzufrieden bist, verzweifelt bist und im schlimmsten Fall kurz vor dem Burnout stehst. Und das darf nicht sein. Darum geht es heute um das Thema Optimismus und wie du trotz der widrigen Umstände dir deinen Optimismus erhalten kannst, beziehungsweise es schaffst, wieder positive Gedanken hervorzurufen. Ja? Ich habe es gerade schon gesagt, grundsätzlich ist Optimismus eine Haltung. Das heißt, du entscheidest, ob du positiv denkst oder nicht. Was zeichnet einen Optimisten aus? Ein Optimisten zeichnet aus, dass er nicht Probleme sieht, sondern Herausforderungen. Ein Optimist zeichnet aus, dass er eine Lösung parat hat, auch wenn sie erstmal vielleicht noch sehr kreativ ist und nicht unbedingt realistisch auf den ersten Blick, aber er hat eine Lösung parat, er weiß sich zu helfen. Der Optimist ist derjenige, der ein Ziel und eine Vision vor Augen hat und sich auch nicht davon abbringen lässt, diese zu erreichen. Natürlich gehört auch dazu, mal ein paar Schritte zurückzugehen, aber der Optimist geht auch immer wieder ein paar Schritte voran und bleibt auch auf seinem Weg und bleibt eben nicht stehen und verharrt und lässt sich vom Schicksal sozusagen seine Entscheidungsfreiheit nehmen. Was kannst du tun, um optimistisch zu sein? In erster Linie ist es ganz wichtig, dass du auf deine Gedanken und deine Gefühle achtest. Diese ganzen widrigen Umstände, die dir beruflich, aber auch privat begegnen, wo du merkst, boah, jetzt fällt es mir gerade echt schwer, positiv zu bleiben, da ist es ganz wichtig, das festzustellen, dass du da gerade in so eine Negativschlaufe rutscht und dann mal darauf zu achten, was für Gedanken kommen da hoch, was für Gefühle kommen da hoch und gibst du dich diesen Emotionen, diesen negativen Emotionen vollkommen hin und kannst praktisch nichts mehr tun oder wandelst du diese Gedanken um? Weil mal was zu Gedanken. Wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, ich bin ein großer, großer Verfechter von der These, negative Gedanken ziehen Negatives an und positive Gedanken ziehen Positives an. Das ist das Gesetz der Resonanz und ich kann für mich persönlich nur immer wieder behaupten, es funktioniert tatsächlich. Also ich bin ja jetzt auch keine 15 mehr, ich bin schon ein paar Jahre länger auf dieser Welt und ich habe wirklich, wenn ich die letzten Jahrzehnte zurückblicke, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich positiv denke und positive Gedanken in die Welt schicke und positive Gefühle auch habe, dass mein Leben viel leichter, viel gelassener, viel entspannter ist, als wenn ich mich in dieser Negativschlaufe so suhle. Natürlich habe ich die auch, aber sie ist nicht vorherrschend, weil ich ein Optimist bin. So, und ich hoffe, wenn du das hier siehst, bist du auch ein Optimist oder möchtest auf jeden Fall lernen, optimistischer zu denken und zu handeln. Was ist noch zu den Gedanken zu sagen? Genau, also was auch noch vielleicht interessant ist, dass negative Emotionen doppelt so stark wirken als positive Emotionen. Unser Körper, unser Organismus, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, auf negative Erfahrungen mehr zurückzugreifen, um uns zu schützen vermeintlich, als
auf positive Erfahrungen. Ja, wenn du jetzt mal dich an irgendwelche prägnanten Dinge erinnern solltest aus deiner Vergangenheit, wird dir meistens zuerst das Negative einfallen. Und wir Menschen sind leider auch, also zumindest wir Deutschen, so geprägt, dass wir doch erstmal schauen, was nicht läuft, anstatt zu gucken, was alles gut läuft. Wir schauen eher auf unsere Schwächen als auf unsere Stärken. Und das erschwert den Alltag ungemein, ungemein. Und deshalb ist es so wichtig, dass du entscheidest, optimistisch durch die Welt zu gehen. Und da kommen wir auch zu dem ersten Punkt. Es ist, wie gesagt, eine Haltung und nur du entscheidest es. Du entscheidest, wie dein Leben aussieht. Und du entscheidest auch, ob du dir durch negative Gedanken deine Energie ziehen lässt. Ja, jetzt sagst du wahrscheinlich, das klingt ja alles ganz einfach und ganz toll, Christina, aber was kann ich denn machen, wenn ich merke, dass ich immer wieder in diese Negativschlaufe rutsche? Da habe ich vier kleine Tipps mal für dich, die mir immer sehr gut helfen, mich wieder ganz schnell da rauszuziehen, wenn ich doch mal in so eine Negativschlaufe komme. Das erste ist, triff eine Entscheidung für dich. Ja, das habe ich gerade schon gesagt, entscheide dich, glücklich zu sein. Happiness is a choice. Du entscheidest, ob du glücklich bist und nicht dein Umfeld, sondern du entscheidest, ob du zufrieden bist und ob es dir gut geht. Ja? Das ist das Erste. Entscheide dich dafür, glücklich zu sein. Den zweiten Impuls, den ich dir geben möchte, ist eine ganz kleine, feine Kommunikationsübung, aber mit einer ganz großen, einer ganz großen Wirkung. Und zwar benutzen wir alle im Alltag, einschließlich mir, ganz oft das Wort "Ich muss". Ich muss morgen früh aufstehen, ich muss noch einkaufen, ich muss noch putzen, ja, ich muss noch das Gespräch vorbereiten, ich muss. Und dieses "Ich muss" führt dazu, dass du dich fremdbestimmt fühlst. Das passiert ganz automatisch aus dem Unterbewussten heraus. Ich muss, ist immer so, oh, ich muss, ich kann nicht frei wählen, ich muss. Und Fremdbestimmung ist der größte Stressor, den wir haben. Und jetzt nutz mal ab sofort die Erläuterung, die Worte, nicht ich muss, sondern ich entscheide mich. Ich entscheide mich, noch einkaufen zu gehen. Ich entscheide mich, dieses Gespräch vorzubereiten. Ich entscheide mich, morgen früh aufzustehen. Und dieses Entscheiden ist nämlich selbstbestimmt. Und Selbstbestimmung ist das Beste, was du für dich schaffen kannst, um gelassen und positiv durch diese Welt zu gehen, weil du entscheidest. Das ist eine ganz kleine Übung, aber probier die mal aus, die ist unglaublich, weil die nimmt diesen negativen, ich muss morgen früh um 5 aufstehen, nimmt es einfach die Macht und auch entkräftet und die Kraft, also es entkräftet diese Aussage. Ja? Dann der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, dass du dich abends mal hinsetzt und alles aufschreibst, was an diesem Tag positiv war. Und auch wenn du zuerst denkst, na, es war gar nichts positiv, es war ein doofer Tag, dann schreib es trotzdem auf, beziehungsweise guck genau hin, was daran positiv sein könnte. Mit Sicherheit, und bei dieser Übung geht es darum, dass du selber lernst, auch auf Kleinigkeiten zu achten. Kannst du dich noch über kleine Dinge freuen, dass die Sonne scheint, dass eine schöne Blume blüht, dass du einfach gesund und munter bist, dass du aufstehen darfst, dass du arbeiten darfst. Also kannst du dich noch über so kleine Dinge freuen. Diese Übung hilft dir ganz stark, den Fokus und die Perspektive auf das Positive zu lenken. Denn da, wo dein Fokus hingeht, da geht auch die Energie hin. Also schreib abends auf oder auch wenn du in einer Notfallsituation bist und gerade merkst, boah, ich bin gerade so in diesem Strudel, ich komme da nicht mehr raus, setz dich sofort hin und schreibe auf, was ist das Positive daran? Was war heute schon gut an diesem Tag und was kann ich mir jetzt Gutes tun? Ja, also lenk deine Perspektive, den Fokus auf das Positive. Und du wirst sehen, es geht dir ganz schnell besser. Und die vierte Übung, den vierten Tipp, den ich dir geben möchte, ist meine allseits beliebte Lächelübung. Und die habe nicht ich erfunden, die ist frei nach Vera Birkenbiel, die ja auch eine großartige Frau war. Und die Lächelübung geht so, dass du dich, das ist eine absolute Notfallübung, die funktioniert wirklich, ich kann es dir garantieren, dass wenn du merkst, oh, ich habe gerade so einen Puls, ich komme überhaupt nicht raus, gerade aus dieser Schlaufe, dann zieh dich in dein Büro zurück, auf die Toilette, wohin auch immer und dann lächel und zwar mindestens 40,
wenn nicht noch sogar 60 Sekunden. Und zwar so, dass dir richtig die Gesichtsmuskeln brennen. Weil diese kleine feine Übung dauert nur eine Minute längstens, ja? Und die hat so eine große Wirkung, weil durch das Lächeln spannst du deine über 50 Gesichtsmuskeln an. Und wenn Gesichtsmuskeln angespannt werden, werden Glückshormone ausgeschüttet und Stresshormone abgebaut. Und zusätzlich kommt noch, dass wenn du lächelst, dein Gehirn denkt, du bist gut drauf. Das heißt, du trickst auch so ein bisschen dein Gehirn aus und du wirst sehen, es geht dir danach besser. Du bist aus der Stressschlaufe raus, aus dieser Negativschlaufe und du kannst viel rationaler handeln. Also das meine vier Tipps für dich heute, um gut durch den Tag zu kommen, um optimistisch durch den Tag zu kommen. Und denk immer daran, du bist für dich dein wichtigster Mensch und du triffst alleine du die Entscheidung, ob es dir gut geht und ob du glücklich bist oder nicht. Ich hoffe, dieser kleine Impuls hilft dir ab sofort fröhlicher, gelassener und zufriedener durchs Leben zu gehen. Das ist eine kleine, feine Übung, aber mit einer sehr großen Wirkung, die du übrigens super auch alle diese vier Tipps kannst du auch sehr gut abwandeln und mit deinem Team oder mit einzelnen Mitarbeitern durchführen. Ja, wenn du also Mitarbeiter hast, die ständig negativ sind und die eher Pessimisten sind als Optimisten, dann kannst du mit solchen kleinen, feinen Übungen auch sie schulen langfristig und es ist auch ein bisschen anstrengend, weil der Pessimist hat es meistens nicht gelernt, optimistisch zu sein. Und mit solchen kleinen Übungen kannst du auch ihm zeigen, dass es eine andere Perspektive gibt, eine andere Sichtweise. Ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag und ich freue mich wie immer über ein Gefällt mir oder einen Kommentar hier unter diesem Video. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du das nochmal nachlesen möchtest, findest du hier unten wie immer den Link zu dem passenden Blogartikel und ich verlinke dir hier auch einen Link zu meinem Online-Kurs, der im März wieder startet. Und in diesem Online-Kurs begleite ich dich auf deinem Weg zur selbstbewussten Führungspersönlichkeit. Den Link findest du hier unten und entscheide dich heute noch für dich und sei auch gerne da dabei. Und alle weiteren Informationen dazu findest du auch in dem Link. Ich freue mich, dich wiederzusehen, entweder hier auf diesem Kanal oder in meinem Online-Kurs oder auch mal offline bei einem Seminar oder einem Vortrag. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Liebe für dich, deine Christina.